Ja, hier ist Muho wieder. Zurück zur Frage, wie gehe ich um mit Nachrichten und mit Unterhaltung aller Art? Und in Verbindung damit habe ich die Stimmen von zwei verschiedenen Mail-Schreibern auch wiedergegeben, beziehungsweise der eine, der sagte, ich komme aus dem Osten, aber ich will nicht in die AfD-Pegida-Schublade gesteckt werden. Andererseits, ich habe es auch gelernt, das, was mir so die Medien erzählen, was mir die Leute von oben herab da so als Wahrheit verkaufen wollen, das zu hinterfragen. Fand ich insofern interessant, als jemand wie ich bin ja gerade zur Zeit der Wiedervereinigung. Der Tag der Wiedervereinigung war mein dritter Tag in Anteigi, ne, 3. Oktober 1990. Also ich habe die Wiedervereinigung und alles, was danach gekommen ist, nicht so direkt an eigenem Leib erfahren, ne, und bin sozialisiert worden in den sogenannten alten Bundesländern. Für jemand wie mich, wenn etwas von der Bild-Zeitung über die Frankfurter Allgemeine und den Spiegel bis hin zur Taz durchgängig als Tatsache dargestellt wird. In meiner Generation, wenn du aus den alten Bundesländern kommst, dem sogenannten Westen, dann würdest du sagen, ja, dann muss es wohl so sein, ne? Wenn sowohl die Taz als auch die Bild-Zeitung sagen, wir leben in einer Pandemie. Und was für Maßnahmen auch immer, irgendwelche Maßnahmen müssen getroffen werden. Dann fällt es mir persönlich schwer zu denken, ja, das ist doch alles nur gelogen, ne? Die stecken doch alle unter einer Decke. Andererseits, das liegt auch daran, dass ich eben nie in einer Gesellschaft gelebt hatte, wo das ganz normal war. Dass egal, welchen Sender du einschaltest und welche Zeitung du einschaltest, du immer nur eine Geschichte präsentiert bekommt hast, die sich irgendjemand ausgedacht hatte. Insofern ein Problem, das wir haben im Umgang mit Nachrichten, ist, wir wissen letztlich nicht wirklich, was wahr ist. Und keiner weiß, wie gefährlich zum Beispiel Covid-19 wirklich ist, Corona. Und was der wirklich richtige Umgang mit der Pandemie ist. Die einen sagen dies, die anderen sagen das. Alle glauben, Experten zu sein, aber wirklich weiß es keiner. Und wir wollen es aber wissen. Wir wollen eine Sicherheit. Wir wollen es verstehen. Das heißt, man sucht nach Weisheit, Informationen hier, man sucht nach Informationen dort und es hat letztlich kein Ende. Es hat kein Ende. Insofern dieser Konsum von Nachrichten, es ist wie ein Strudel. Es ist wie ein Strudel, beziehungsweise ein anderer Mailschreiber, den habe ich jetzt noch nicht vorgelesen, der sagt, ich habe eigentlich keine richtige Angst vor Corona. Ich verstehe auch, dass der Virus in Wirklichkeit gar nicht so gefährlich ist und die meisten Leute um mich herum stimmen mir zu. Aber die Bilder und Nachrichten, die ich seit März 2020 gesehen habe, die haben sich in meinem Hinterkopf angehäuft. Da ich den Eindruck habe, Sazen machen reicht allein nicht. Was würdest du da noch machen, sodass sich im Kopf nichts dauerhaft festfrisst? Also diese Bilder, die man da
seit schon fast einem Jahr ständig gefüttert bekommen hat und die einem im Kopf festsitzen. Wie geht man damit um, beziehungsweise was kann man tun, damit es sich nicht festfrisst? Ich könnte mir vorstellen, dass ja vielleicht manche von euch sich genau diesen Kanal, meinen Kanal angucken, weil ich wenig über politisches Zeitgeschehen spreche und bisher auch sehr wenig über Corona oder Covid-19 oder die Pandemie gesprochen hat. Insofern für manche ist das vielleicht auch eine kurze Erholung. 12 Minuten am Tag endlich mal nicht Corona, kein Lockdown und auch kein Anti-Corona. Aber ich meine, Muho auf YouTube ist natürlich auch eine Form von Unterhaltung. Ich biete euch auch Unterhaltung, beziehungsweise für mich bedeutet das natürlich auch Unterhaltung, diese Videos aufzunehmen und hochzuladen und dann immer zu gucken, ja, wie viele Leute haben sich das heute angeguckt und wie viele Leute haben mir da einen Daumen nach oben gegeben und wer war das, der mir heute einen Daumen nach unten gegeben hat? Das weiß ich natürlich nicht, aber dann guckt man sich die Kommentare an und gibt den Herzchen und überlegt sich, auf welche von den Fragen will ich später nochmal antworten und die kommen dann in den Katalog. Und das kann dann auch eine gewisse Zeit des Tages einnehmen, beziehungsweise ich denke ja dann auch drüber nach, über all das, was ich da gelesen habe in der Kommentarspalte und so weiter, überlege ich mir, was mache ich dann morgen. Auch eine Form von Unterhaltung, das heißt, es ist auch für mich so ein Chor, ne? Und welche Rolle spielt das in meinem Leben? Sowohl als ich noch in Antalya war, im Kloster und jetzt heute in Osaka. Ne? Im Kloster besonders spürte ich da oft eine gewisse Diskrepanz. Ne? Also die Leute kommen ja nach Antalya, weil sie einen Weg finden wollen zurück ins Hier und Jetzt, raus aus der virtuellen Realität. Und andererseits, ohne das Internet hätten die wenigsten Anteile gefunden. Und ich bin dankbar für das Internet und für diesen Weg, zum Beispiel gerade auf diese Weise, wie ich es gerade tue, mit euch in Verbindung treten zu können, obwohl ich in diesem Moment nur auf eine Kamera zuspreche. Ne? Für mich ist es ein Riesengewinn, ne, das Internet zu haben. Für Antalya war es ein Riesengewinn. Also zu meiner Zeit in den 90ern waren immer nur 5, 6, 7 da, die zufällig von dem Kloster gehört hatten. Und zu der Zeit auch kaum Ausländer. Ne? Und es liegt auch am Internet und daran, dass wir eine Homepage haben. Und inzwischen auch den YouTube-Kanal und manche beschweren sich ja auch, wie kommt es, dass jetzt im Antalya-Kanal so wenig neue Videos sind. Ne? Es gibt Leute, die sich drauf freuen und es gibt Leute, die wissen nur von Antalya, eben weil es das Internet gibt. Aber wo zieht man die Grenze? Wann merkt man, ich verbringe ja mehr Zeit im Internet als in der realen Welt? Und die Zeit, die ich im Internet verbringe, verbringe ich damit, den Leuten zu sagen, sie sollen ins Hier und Jetzt. Hört auf mit dem Spiel, das ihr von morgens bis abends spielt. Kehrt zurück ins Hier und Jetzt. Und was macht der Muho? Er spielt sein Spiel bei YouTube, ne? Das heißt, für mich ist das tatsächlich ein Koan. Konsum von Nachrichten, Konsum von Unterhaltung. Ne? Und ich habe euch keine Antwort zu verraten. Ne? Beziehungsweise bei Koans ist es ja auch so, man soll die Antworten gar nicht verraten, selbst wenn man sie hat. Ne? Aber eine extreme Lösung wäre natürlich zu sagen, das ist ja sowieso alles gelogen, was du in der Presse findest und im Fernsehen und im Radio, schalt das gar nicht an. Die nächste Frage ist, und was ist mit den Nachrichten, die man so in den
Internetforen finde, die da zirkuliert werden, naja, entweder man glaubt die, und dann ist natürlich die Frage, ja, woher bist du dir so sicher, dass die stimmen? Oder man sagt, ja, Internet mache ich auch nicht. Überhaupt keine Nachrichten. Und das wäre von meinem Standpunkt aus gesehen gesellschaftlich unverantwortlich, ne? Zu sagen, mich interessiert es überhaupt nicht, was in der Welt vorgeht. Andererseits, ja, wann schalte ich ab, ne? Denn selbst wenn du den ganzen Tag Nachrichten guckst, du weißt am Ende immer noch nicht, was Wahrheit ist. Wann schaltest du den Mucho ab? Naja, die Antwort ist einfach. Spätestens nach 12 Minuten schaltet er sich von alleine ab. Aber was machst du danach, ne? Wenn du den Mucho ausgeguckt hast, ne? YouTube empfiehlt dir gleich was ganz anderes. Guckst du dir das auch noch an? Und wann setzt du dich aufs Kissen? Wann machst du den Abwasch? Gute Frage. Gute Frage, und wie so oft, ich habe keine gute Antwort darauf. Okay, wenn ihr noch nicht genug habt von Muhos Unterhaltung, dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.